Eines ist klar, meine Damen und Herren, Europa ist der ganz große Verlierer in der Energiekrise. Wir haben richtige Themen, unsere Wirtschaft wird richtige Probleme bekommen, die Konsumenten werden schwere Probleme bekommen. Das steht außer Frage. Aber steht Russland viel besser da? Steht Putin viel besser da? Putin wird nicht in der Lage sein, den Ukraine-Krieg wirklich zu gewinnen, angesichts der westlichen Unterstützung für die Ukraine. Das ist das eine. Und das zweite ist, er muss letztendlich früher oder später den Gashahn wieder aufdrehen, den Gazprom ja am Freitagabend erstmal wieder zugedreht hatte. Es gibt keine Alternative für die Russen, als dieses Gas nach Europa zu liefern. Von 10 Pipelines gehen 9 in den Westen, nur eine nach China. Die ist schon praktisch unter Vollauslastung. Also da gibt es keine Alternative, wenn er weiter nicht Gas liefert, dann muss er dieses Gas abfackeln. Das ist nicht nur CO2-mäßig eine Katastrophe, sondern auf Dauer wirtschaftlich auch nicht wirklich besonders rentabel, könnte man sagen. Das ist das eine. Und jetzt ist eben die Frage, ist das nicht eine Chance, wenn wir in einer solchen Lose-Lose-Situation sind? Das heißt, der Westen ist in einer schwierigen Position mit seinen Sanktionen. Die Politik macht das Problem eher noch schlimmer, als dass es die Sache verbessert. Das wird auf Dauer nicht durchzuhalten sein. Auf der anderen Seite werden die Russen, wird Putin auf Dauer auch diese Geschichte nicht durchhalten, weil westliches Know-how fehlt, das man jetzt nicht mehr bekommen kann. Das wird sich auf Zeit immer stärker auswirken. Die Sanktionen, die bisher der Westen erlassen hat, die merken die Russen noch nicht so, aber es ist so eine strukturelle Sanktion, die hier passiert. Dadurch gerät Putin unter Druck und er kann schlichtweg den Ukraine-Krieg nicht gewinnen. Er hat jetzt sozusagen als Minimalziel den Donbass, aber auch das wird eine schwierige Geschichte und dementsprechend sind beide Parteien letztendlich in einer Verlierersituation und das dürfte Verhandlungslösungen erleichtern. Wenn für beide der Schmerz zu groß wird, dann setzt man sich vielleicht an einen Tisch und macht so eine Art Waffenstillstand, wo mehr oder weniger der Donbass mit seinen russischsprachigen Bevölkerungsteilen praktisch, naja, zu Russland gehört oder zumindest irgendwie auch vom Westen toleriert wird, könnte man sagen, während eben dann eine Restukraine noch bleibt, mit Zugang zumindest zum Schwarzen Meer. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass die Russen jetzt in Richtung Odessa marschieren, das war ja die große Sorge. Das schaffen sie nicht, weil der Frontverlauf schon viel zu lange und zu extensiv ist, dazu hat man zu wenig Kräfte und dadurch ist vielleicht die Situation gar nicht so schlimm on the long run, wie wir uns jetzt vielleicht vorstellen. Gazprom stürzt Europa tiefer in die Energiekrise. Man hat am Freitag den Gashahn abgestellt, nachdem die G7 ja gesagt haben, wir unterstützen einen Preisdeckel bei Öl. Das ist das vermeintliche Ölleck, das in der Nord Stream 1 Pipeline oder an der Verteilerstation hier zu beobachten ist. Das ist ein Bild von Gazprom, das sieht ganz furchtbar aus. Ja, ja, da kannst du das Ganze nicht mehr betreiben. Letztendlich glaubt das ja keiner. Also dennoch steigt der Gaspreis heute um 24% auf jetzt 262, aber erinnern wir uns, wir waren kürzlich noch bei 340. Wir sind also immer noch, trotz des Anstieges heute wegen der Gazprom-Meldung, noch ziemlich weit von dem bisherigen Allzeithoch entfernt, nachdem wir in den letzten Tagen, in der letzten Woche im Grunde der Gas-Future oder der Gaspreis so stark verloren hat wie noch in keiner Woche zuvor. Natürlich gab es vorher auch Anstiege wie noch in keiner Woche zuvor. Meldung dann am Wochenende, dass Gazprom dann etwas mehr Gas über die ukrainische Pipeline schickt. Allerdings kann das eben die Nord Stream 1 Flüsse nicht einigermaßen auch nur ersetzen, aber auch das ist ja irgendwie so ein komischer Widerspruch. Uns wird jetzt das Gas abgedreht im Westen, aber gegen den Kriegsgegner, da liefert man noch Gas, oder dem Kriegsgegner, nämlich der Ukraine. Also das ist alles unendlich seltsam, was da natürlich passiert. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu Europa kommen, sehen wir natürlich einen perfekten Sturm für Europa. Der vermeintlich ewig andauernde Krieg in Russland, Fragezeichen. Dann haben wir Hitzewellen und Dürre gehabt. Wir haben klare Anzeichen, wie Robin Brooks hier zeigte, für eine tiefe Rezession. Wir haben die Wahlen in Italien am 25. September. Die EZB muss jetzt die Zinsen massiv anheben, gleichzeitig aber irgendwie Italien stützen.
Und dafür hält sich der Euro noch ganz gut. Heute Morgen allerdings unter der Marke von 0,99. Allerdings sehen wir, dass jetzt doch die Unruhe größer wird. Und noch hat ja der Winter nicht mal angefangen, etwa hier in Prag, wo viele, viele, viele Tausend, das Bild täuscht fast, aber wenn man da andere Aufnahmen sieht, das ist wirklich eine ziemlich erstaunlich große Menge, die unzufrieden sind mit den Energiepreisen, die sagen, das können wir nicht länger, die unzufrieden sind mit ihrer Regierung. Das ist vielleicht ein Auftakt. Unsere Regierung macht es jetzt so, dass sie dann hintenrum versucht, die Leute zu substituieren, was vorne rum durch die Sanktionen an Mehrkosten entsteht. Da gibt es jetzt Pauschalzahlungen für Rentner, für Studenten, Mietgeschichten und so weiter. Das Ganze für 65 Milliarden Euro. Nicht schlecht. Wir haben es ja. Ja, Deutschland kann sich vielleicht das sogar leisten, weil wir eben relativ lange vergleichsweise solide Finanzen hatten, die schwarze Null ja hatten, damit man dann möglicherweise in so Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird, eben dann auch mal ein bisschen mehr Gas geben kann. Man kann von diesen Maßnahmen halten, was man will, aber es ist natürlich auf Dauer nicht zu stemmen. Dann machst du das nächste 65 Milliarden Paket und dann das nächste, weil es hinten und vorne nicht reicht. Hier aufs BIP gesehen würde jetzt Deutschland jedem Bewohner 1000 Euro geben. Die Mehrkosten für einen durchschnittlichen Deutschen liegen allerdings bei 10.000 Euro, also etwa das Zehnfache. Und dann sehen wir, G7 unterstützt Preisobergrenze bei Öl. Ich hatte das am Freitag schon hier gezeigt. Das klingt bärisch für Öl, ist aber faktisch bullisch für Öl, denn dann dürfte Russland eben auch seine Drohung wahrmachen und sagen, ja, dann liefern wir halt kein Öl. Allerdings kann man eben Öl anders als Gas in Europa leichter praktisch substituieren, das ist mit Gas eben kaum möglich, Öl wäre es möglich, aber tendenziell ist das dann eher bullisch für Öl und insgesamt haben wir nicht eine Lebenshaltungskrise, wie hier Horstit selber zeigt, sondern das ist natürlich die Folge konkreter Politik, angefangen mit den Lockdowns, die sicherlich am Anfang Sinn gemacht haben bei einer Pandemie, die unbekannt ist. Jetzt würde ich nicht mehr verstehen, wenn wir mit abgeschwächten Varianten irgendwelche Lockdowns haben. Dann haben wir die Geldmenge massiv erhöht, in den USA 40%, in der EU 20%. Irgendwie hat man das Gefühl, wir haben keine Krisenagenda, wir haben keinen Krisenstab, wir haben keinen Einsatzstab, keinen Think Tank, der irgendwie versucht, hier diese neuartige Situation mal mit Experten zu durchdenken. Also keine Strategie, sondern immer dann hintenrum Subventionen, da werden die Leute sozusagen entschädigt. Also das ist natürlich die Frage, ob hier schlau reagiert wird. Und beispielhaft dafür steht etwa unsere Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die kürzlich ja gesagt hat, also die Atomkraftwerke, wenn wir den Streckbetrieb jetzt machen, also praktisch die Dinger doch ein bisschen länger laufen lassen, ohne sie offiziell jetzt zu verlängern, nämlich die Atomkraftwerke, dann müsste man die sofort erstmal schließen, müssten runtergefahren werden und gewartet werden. Jetzt haben sich Mitglieder der Reaktorsicherheitskommission, die die Bundesregierung in diesen Atomfragen berät, gemeldet und gesagt, das ist Bullshit, auf Deutsch gesagt, denn diese Wartungen sind immer in den letzten Jahrzehnten im laufenden Betrieb passiert. Nie musste ein Atomkraftwerk runtergefahren werden. Also wir sehen, wie hier die Inkompetenz, entweder ist es Inkompetenz, was Frau Lemke hier zeigt, indem sie das schlichtweg nicht weiß, oder sie lügt. Eins von beiden, es ist beides schlimm genug. Und hier sehen wir, da ist offenkundig auch natürlich ein Problem beim politischen Personal. Jetzt kommen wir mal zu Putin, ne? Zu Russland, der eine extrem interessante Rede gehalten hat. Der hat gesagt, Wirtschaften mit imaginärem Wohlstand, die Wohlstandsillusion, wie es Daniel Stelter bezeichnet hat, werden unweigerlich ersetzt durch eine Wirtschaft mit realen und harten Assets. Damit meinte Putin natürlich seine Rohstoffe. Sticky Inflation, also er erzeugt bei uns Inflation, dadurch müssen bei uns die Zinsen steigen und das ist natürlich schmerzhaft für eine hyperfinanzielle, financialized economy, also für eine extrem gehebelte, schuldengehebelte Wirtschaft wie die unsere. Aber schauen wir gleich mal an, was die Russen denn so haben. Natürlich nicht nur Öl und Gas, sondern vor allem, da sind sie wirklich ein Riese. Rohstoffe hier aus dem Jahr 2020, fast die Hälfte der Weltmarktanteile bei Nickel, Palladium wichtig, Diamanten wichtig, Aluminium, Platin, Stahl, Kupfer.
Aluminium kann man auch so herstellen, das kriegt man hin. Nickel, meine ich, schon etwas schwieriger. Hier sehen wir mal die Staatsanleihen Russlands, etwa ja, zwischen 35% und 40% nur Öl und Gas. Also praktisch fast die Hälfte der Staatseinnahmen kommt durch diese beiden fossilen Energieträger, von denen zumindest der Westen gesagt hat, er will sich davon abwenden, obwohl das natürlich sehr, 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 sehr teuer ist. Fossile Energie war ja so bequem, weil sie eben sehr, sehr günstig ist, weil man sie speichern kann. Das ist mit den Alternativen das große, große Problem. Du kannst sie nicht speichern, wenn dann Sonne und Wind nicht der Fall sind, dann kannst du eben diese Kapazitäten, die du vorher gespeichert hast, nicht abrufen. Das macht die Fossilen ja so bequem und letztendlich auch so effizient und so billig. Aber auf jeden Fall Russland stark auf diese Dinge angewiesen. Und wenn wir jetzt mal auf die Auswirkungen der Sanktionen kommen, dann sehen wir hier einen Vergleich, der in der Sun, diesem Boulevardblatt, das hier Hannes Zipfel zur Anschauung bringt, in einem Tweet hier zeigt, Lebensmittelkosten, Preise um 10% gestiegen, in Russland um 11% gefallen und. Energy Bills in UK 80% gestiegen. Auch in Russland ging es leicht nach oben. Aber offenkundig hier die Bewohner, die Bevölkerung im Westen hatte derzeit noch stärkere Probleme als die Bevölkerung Russlands durch diese Sanktionen. Aber jetzt schauen wir uns mal Russland an. Das ist ein Riesenzwerg, könnte man sagen. Hier ist mal das BIP Russlands im Vergleich mit anderen Nationen oder sogar Regionen verglichen worden. Da hat etwa der Bundesstaat New York hat ein größeres BIP als Gesamtrussland. Und hier sehen Sie mal den Größenvergleich. Selbst UK mit 3,1 Billionen, deutlich mehr, fast das Doppelte an BIP wie Russland. Und wenn wir jetzt mal die Rohstoffe abziehen, wenn also Russland nicht so rohstoffreich wäre, etwa so rohstoffarm wäre wie Deutschland, was wäre dann Russland? Nichts, nada, niente. Das heißt, die leben faktisch nur von ihren Rohstoffen. Man hat es nicht geschafft, jenseits der Rohstoffe eine wirklich funktionierende Wirtschaft aufzubauen. Das ist doch evident. Und so kann etwa der verstorbene John McCain sagen, Russland ist eine Tankstelle, die sich als Land verkleidet hat. Es ist eine Kleptokratie, ja, es ist eine Korruption, eine Nation, die natürlich von Öl und Gas und anderen Rohstoffen komplett abhängt. Ja, könnte man sicherlich so sagen, wir haben in Russland derzeit ein Regime, das so eine Art Herrschaft ist, wo sich KGB und die Mafia so ein bisschen gefunden haben und das Ganze als Staat deklarieren. Mit einem starken Mann Putin, der weiß, dass er nicht zurück kann, dass er sozusagen nicht einfach zurücktreten kann, sonst ist sein Leben in Gefahr. Aber nochmal zurück jetzt zu Russland und seiner Wirtschaft. Die Importe und Exporte, etwa ein Drittel, fast ein, also ein Drittel jeweils EU, mit Abstand wichtigster Handelspartner, sowohl beim Export und auch beim Import. China holt stark auf, zweitwichtigster Handelspartner, wird weiter aufholen. Das Ganze wird sicherlich weiter zunehmen hier in Sachen China. Aber Russland hat ein riesiges Problem. Man hat praktisch ja einen Kollaps erlebt mit der Sowjetunion, auch seines Öl- und Gassektors. Hier sehen wir mal den Output. Und dann wurde das vor allem mit Hilfe westlicher Investitionen, westlicher Technologie wieder nach oben gefahren. Solange die Sanktionen der Fall sind, solange dieser Krieg dauert, kann man praktisch kaum mehr Ersatzteile, Sie erinnern sich an diese Diskussion mit der Turbine, bekommen. Man ist letztendlich angewiesen auf westliches Know-how, westliche Technik, die man so als, die so Russland nicht ersetzen kann, auch durch China nicht. Und das ist sozusagen die Schwachstelle. Die zweite Schwachstelle ist, dass Putin im Grunde zum Kellner Chinas wird. Wie gesagt, es geht nur eine Pipeline, eine Gas nach China, aber man kann natürlich unbegrenzt Öl nach China jetzt verkaufen, aber im Handel ist Putin nur der Kellner, wie hier die Wirtschaftswoche schreibt. Also man ist sozusagen dann der Zwerg Chinas und das ist aus Sicht Russlands auch jetzt nicht gerade die beste Option, von einem Riesenreich abhängig zu sein, das zunehmend egoistischer wird und eher dann Russland so als Tankstelle möglicherweise versteht, zumal eben China auch massive Probleme hat. Wir haben jetzt 35% des BIPs ist derzeit im Lockdown wieder in China. Mit Chengdu, mit
anderen Städten wie Wuhan zum Beispiel jetzt im Lockdown. Da gab es Ausschreitungen mit der Polizei, weil die Leute keinen Bock mehr haben. Also wir haben auch ein Riesenreich mit China, das ein riesiges Immobilienthema hat, das ein wirkliches Wirtschaftsthema hat. Das wird auch für den Westen ein Problem, dass China eben nicht mehr wirklich diese Aufwärtstendenz hat. Diese Wachstumsstory, diese es geht nur nach oben, die ist in Sachen China jetzt vorbei. Jetzt kommen wir nochmal zurück hier zu dem Ukraine-Krieg. Hier sehen Sie mal den Frontverlauf. Sehr, sehr lange Front hier in diesem Ukraine-Krieg. Jetzt ist die Frage, kann Russland diesen Krieg gewinnen? Ich denke nein, solange der Westen eben diese Waffen liefert, solange letztendlich auch die Russen zu wenig Personal in diesen Krieg werfen können, auch waffentechnisch teilweise nicht auf dem allerbesten Stand sind. Das wird nicht zu gewinnen sein. Verlieren werden sie ihn wohl auch nicht. Denn es ist nicht vorstellbar, dass die Ukraine eigentlich jetzt alles wieder zurückerobert. Was würde dann passieren, wenn etwa jetzt Städte, die tendenziell russischsprachig sind, von Russland erobert worden sind, wo die Russen schon Renten auszahlen, die Leute finanziell beglücken, sozusagen auch, um sie positiv zu stimmen. Wenn da die Ukraine versucht, diese Gebiete wieder zu erobern, dann haben wir Mariupol 2, 3, 4, 5 und 6. Das kann nicht wahrscheinlich funktionieren. Also wird man vielleicht so eine Art kalten Frieden machen mit hier dieser Grenze, die so wie sie etwa derzeit ist. Das wäre für die Ukraine natürlich, für Zelensky natürlich ein Drama, aber realpolitisch wird der Schmerz für alle zu groß und dann dürften andere eben auch sagen, Mensch, Herr Zelensky, jetzt musst du leider mal hier ein bisschen klein beigeben. Jetzt noch Artikelhinweise. Heute fällt die Entscheidung, ob Liz Truss neue Premierministerin wird und Chefin der Konservativen. Selbst Anhänger fürchten, dass sie Großbritannien ins Unglück stürzt. Erste Artikelempfehlung, die ich Ihnen gebe. Zweite Artikelempfehlung ist, China und Russland spielen Krieg. Die Military Games, die derzeit in Russland passieren, auch sehr amüsant mit einem Video. Und dritter Artikel, treibt die US-Notenbank die Wirtschaft der USA tatsächlich in eine Rezession. Also drei Artikelempfehlungen heute. Das Marktgeflüster etwas früher wegen US-Feiertag. Ich sage Servus und Ciao.